Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Wir starten mit einem neuen Pack-Experiment, denn es gibt eine neue Upgrade-SBC im Spiel und sie nennt sich 81 plus UCL-Upgrade. Und wie es der Name schon verrät, erhalten wir hier einen seltenen UCL-Spieler mit einer Gesamtbewertung von 81 oder höher. Ihr habt dafür eine ganze Woche Zeit und sie ist beliebig wiederholbar. EA möchte also euch die Spieler, die Untrades oder vielleicht auch die Trades, wenn ihr das denn möchtet, aus dem Verein ziehen und den Markt ein bisschen lernen. Und ich habe ja noch ganz, ganz viele Untrades aus dieser Gold-Upgrade-SBC, die wir ja schon ein paar Mal gemacht haben. Ja, lass uns lieber nicht drüber reden. War nicht so gut, aber wir machen das jetzt einfach nochmal, denn ich habe ja den ganzen Verein voll mit diesen Untrades und ich habe versucht, die unter 81 bewerteten Spieler alle rauszunehmen und ich habe genau 11 Packs damit, 10 Packs damit geschafft. 11 Packs öffnen wir aber, denn ich habe noch eine Last-Minute-Siegtor-SBC gestern abgeschlossen. Könnt ihr jetzt aktuell, wenn ihr es jetzt in den ersten Tagen gesehen habt, auch noch machen. Das habe ich euch versprochen, diese SBC bzw. die Packs mitzunehmen, da ich letzte Woche bzw. gestern, was ist denn mit mir, die Packs nicht geöffnet habe, weil meine Liste voll war. So, kurz dazu. So, jetzt haben wir es aber auch. Wir benötigen hier in dieser SBC genau 11 seltene Spieler, eine Spielerqualität genau Gold, Teamchemie mindestens 60 und natürlich auch hier 11 Spieler. Ja, jetzt kommt mein typischer Satz, kommt nicht, denn hier ist alles einfach leer und ihr könnt nichts nachkaufen. Aber das macht auch gar nichts, denn die ist wirklich simpel. Also ihr geht einfach in dieses Suchfenster, dann guckt ihr, was habe ich noch an Tauschbaren und mein Verein ist jetzt wirklich leer. Ich hatte hier 12, 20, weiß ich nicht wie viele Seiten. Und dann packt ihr halt einfach alles so rein, was ihr noch vergeben könnt. Und hier habe ich noch ein paar 81er. Das ist richtig, aber. Und auch ein Volland wird nichts wert sein. Aber den Kramaric, den lasse ich zum Beispiel drinne, da ich den sicherlich mal für eine SBC noch gut verwenden kann. Ansonsten wird es natürlich schwierig, hier ein Team zusammenzubekommen. Ich probiere das trotzdem mal irgendwie. Ich glaube aber, das wird nichts. Man kann natürlich auch noch anders vorgehen. Also indem man einfach hier drauf guckt. Okay, aber dann habe ich hier einen 86er, deswegen macht es da keinen Sinn. Deswegen sortiere ich nach Stärke. Aber ich glaube, wir bekommen hier nichts zusammen, da ich ja auch keinen Verteidiger habe oder sonst irgendwas. Natürlich kann ich hier mit einem Deutschen gehen, habe ich hier einen halben Link. Aber vielleicht habe ich ja noch ein paar günstige Trades, die ich dafür opfern könnte. Das tue ich doch mal. Und dann gehen wir auf die. Ja, und da habe ich hier tatsächlich ein paar mehr. Habe ich nie großartig verkauft. Könnte ich eigentlich machen, da wir damit echt gut Kohle machen. Hier haben wir ein paar Deutsche, da haben wir auf jeden Fall ein paar stärkere Links. Da gehen wir aber anders vor. Hier, den packen wir mal rein. Dann haben wir hier den Innenverteidiger und dann gucken wir, ob wir einfach noch einen Rechtsverteidiger haben, zum Beispiel den Laner, den können wir nochmal einsetzen, haben wir da nochmal einen Link. Innenverteidiger, haben wir da noch irgendwas günstiges? Hier habe ich noch den Brujatta, aber der könnte dann schon wieder, wenn es halt deutsche Innenverteidiger sind, die können dann halt schon mal so 1000 Coins kosten und wir haben jetzt schon 60 Chemie und dann suchen wir uns noch einen Torwart aus. Am besten wäre natürlich, wenn man hier irgendwie einen aus der Bundesliga noch hätte, dann könnte ich. Nee. Aber wir machen ein Pack plus. So sieht das dann Ganze aus, wenn man es abgeschlossen hat. Ich habe hier 65 Chemie. Natürlich kann man nochmal gucken, ja, weil Innenverteidiger kosten immer ganz gerne ein bisschen was. Ob man da nicht vielleicht ein bisschen sparen kann. Ich weiß auch nicht, was ein. Was er hier kostet, nee, der ist eigentlich, der kostet nichts, der Kruse. Aber ich mache noch mal ein bisschen was voll. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas aus der Bundesliga. Weil die werden auch nichts wert sein. Der Turam vielleicht eher schon. Dann haben wir hier noch einen Link.
und Forsberg, ja, ein Schalker. Ein Schalker kann auf jeden Fall weg. Und dann will ich die Innenverteidiger. Die will ich ein bisschen schonen. Was habe ich hier? Serie A. Robben kommt weg. Ja, man kann es natürlich auch anders machen, aber jeder hat so seine Methoden und deswegen ist das absolut in Ordnung, wie jeder das so für sich macht. Dann gucke ich mal, ob ich einfach noch irgendwie was Italienisches Günstiges habe. Am besten wäre da natürlich irgendwas aus der Verteidigermäßig. Ja, den Haircut, Melcut. der wird nichts wert sein und er auch nicht. Und dann gucken wir mal, dass wir hier die Innenverteidiger... Ja, ich glaube, wir können nur einen retten. Ne, wir können sogar beide retten, weil die Innenverteidiger sind immer ein bisschen was wert. Deswegen würde ich da gucken, dass man die hier nimmt, die ja, nicht so viel wert haben. Okay, dann gehen wir das Ganze ab und wir machen noch eins extra. Da werde ich aber mein Thumbnail jetzt nicht nochmal anpassen, denn irgendwie 11 sieht komisch aus, oder? Ich kann auch 11 machen. Ich schreibe einfach nochmal 11 hin, das ist ja einfach jetzt kein Problem. Okay, dann haben wir das einmal gemacht. 6 Minuten sind schon rum. Jawohl. Nein, Spaß. Aber wir haben jetzt hier ein paar Packs. Und ja, das war das Pack aus dieser SBC, die ich genannt habe. Das werden wir einfach mal schnell öffnen. Und das wird nichts sein, deswegen kann ich direkt hier schon mal skippen. Das sind einfach UCL-Häufigspieler. Und ihn habe ich. Ich habe kaum UCL-Spieler im Verein. Aber ihn habe ich hier. Oh gut, den kann ich auch verkaufen. Das ist dann kein Problem. Und hier haben wir jetzt, wie gesagt, 11 Packs. Und ich habe noch die Vorbesteller-Packs. Die werden wir aber zu den Rewards mit öffnen. Könnt ihr euch dann auch gerne anschauen. Mal gucken. Ich habe einfach nur Weekend League gespielt diese Woche. Also keine Squad Battles mache ich nicht mehr. Da mir das einfach nichts mehr bringt. Einfach auch einen Tag Zeit kostet, wenn man 40 Spieler hasselt. Und wir machen das erste Pack auf. Aus der neuen Upgrade-SPC. Und das ist kein Walkout. Wales? ZM, das wird Ramsey sein. 82. Den haben wir 82er Spieler. Okay, den haben wir noch nicht. Also überhaupt, generell werden wir da nicht so viele Probleme haben. Da das ist, ja UCL-Spieler sind. Das ist schon mal richtig gut. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, aber ja. Ja, und auch das zweite Pack ist ein 82er. Also es könnte theoretisch schlechter laufen. Aber dann öffnen wir jetzt das nächste Pack. Zwei geöffnet, zwei 82er. Und es wird ein Rechtsverteidiger, Barcelona. Was könnte es sein? Nee. Semedo passt ja auch gar nicht. Nicht mehr. Sergi Roberto. Das ist ein 83er. Also, wir haben uns schon leicht verbessert. Nehmen wir gerne mit. Also, ist auch SBC-Futter. Und dann öffnen wir direkt das nächste Pack. Und das wird ein Argentinier Linksverteidiger, Ajax Acuna. Gar nicht, was ist denn mit Tag der Pico? Den habe ich aber tatsächlich schon, aber nicht in der Ausführung. Und wir sind wieder besser geworden. Also 82, 82, 83, 84. Ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Also wir haben ja noch ein paar. Mist, hätte ich vielleicht mehr abschießen sollen, wenn es jetzt immer besser wird. Und das ist wieder kein Walkout. Daher wird es langsam auch schwierig. Ach komm. Nein, oder? Warum? Aber jetzt ist es Acuna. Na, wusste ich doch. Ah. Na, immerhin, ich dachte schon, ich habe jetzt hier einen Doppelten. Gut, 83er haben wir jetzt wieder. Jetzt muss es aber wieder besser werden. Und das ist wieder kein Walkout. Okay. Pulisic. Ja, sogar recht spielbar.
Nehmen wir mal mit. Beziehungsweise, wir haben ja auch gar keine andere Wahl. Was hat der für eine Bewertung? 81? Ja, dann werden wir erstmal wieder schlechter. Aber machen wir uns da nichts vor. Wir haben ja eh nie so Glück. Brasilien, Linksverteidiger wieder. Oh, 81 wieder. Wie viele Packs haben wir jetzt geöffnet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Dann darf er jetzt nochmal gönnen. Und wieder kein Walkout. Wieder Brasilien kommt. Gib mir noch einen Linksverteidiger. Habe ich ja nicht genug gezogen. Und das wird Fred. Ist sogar recht spielbar. Ich weiß gar nicht, wie teuer der ist. Ja, der kostet auf jeden Fall ein bisschen. Den wollte ich eben ausprobieren. Und daher bietet sich das doch an, den einfach mal mitzunehmen. Okay, dann haben wir noch drei Packs. Und dann öffnen wir das nächste. Deutschland, Linksverteidiger, RB Leipzig und es ist Halstenberg. Gut, und wieder einen 82er. Ja, es geht langsam voran, aber es wird anscheinend nichts mehr. Und das ist ein Walkout. Frankreich, Stürmer. Oh mein Gott! Das ist nicht wahr, oder? Das gibt's nicht! Oh. Ich habe einfach Mbappé gezogen aus den Packs. Was ist los, Freunde? Alles klar. Ich mache nur gerade mal ein Bild. Könnt ihr euch gerne auf Insta anschauen. Puh. Hat sie einfach gegönnt. Ich habe zum ersten Mal Packluck. Okay, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Die einen werden bestimmt sagen, ey, der freut sich ja gar nicht über einen Mbappé, aber ja. Doch. Tu ich. Mega. Dann kann das Video auch mal ruhig ein bisschen länger gehen. Dann müssen die YouTube-Einnahmen aber mal richtig schmecken. Nein, Spaß. Dann bekommen wir hier recht wenig, aber puh. Ja, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Finde ich geil. Also ich glaube, es ist mein bester Walkout. Ich glaube auch, ich weiß nicht, kostet halt einfach mal 1,6. Was ist los? 1,5? Ich habe einfach Mbappé gezogen. Da brauche ich jetzt noch Neymar. Okay. Ja. Ja. Okay, wir öffnen das nächste. Ich habe nicht drauf geachtet. Engländer, Linksverteidiger, Balzi, Chilwell. Well. Ja. Okay. So sieht mein aktuelles Team aus. Ich hatte Mbappé tatsächlich immer auf der Bank letztens, weil ich noch eine Leihspielerkarte hatte und die habe ich dann immer so mitgenommen. Ja, ich kann da sicherlich irgendwas basteln. Also das kriege ich auf jeden Fall hin. Ja, muss ich mal schauen, wie ich das gleich noch basteln werde. Ich glaube, irgendwie so. Ich habe auch sehr, sehr seltsam gespielt letztens. Ja, aber ich habe auf jeden Fall ein Untrade Mbappé. Jetzt brauche ich noch einen Neymar. Soll ich noch mal ein paar Packs ziehen? Oh, ich weiß ja nicht. Naja, gut. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vergempelt euch bloß nicht damit. Also ich weiß, eigentlich lohnt sich die Dinger gar nicht, aber das erzähle ich jetzt hier mit einem Mbappé in der Tasche.
Gut, irgendwann hat man halt auch mal ein bisschen Glück. Jetzt werde ich mir natürlich noch mal überlegen, noch so ein paar zu machen. Kann sich ja lohnen. Weiß ich nicht. Nee, lasse ich lieber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Das motiviert mich ungemein und unterstützt auch meinen Kanal. Und falls ihr es noch nicht getan habt und zukünftige SBCs und auch sowas, so einfache Pack-Experimente sehen möchtet, dann abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. Und in diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Reingehauen. Wieder schauen. Peace. Mbappé gezogen. Einfach Mbappé gezogen.